Da ist noch ein Teil unserer Anleitung. Also wir teilen, also wir kassieren schon gut, durchaus. Wow. Das war's mit unseren zwei Healing Flasks. Was haben wir hier so? Ausweichen. Augenblick der Sicherheit. Erlittener Schaden 100%. Blocken geht. Stabilität normal. Spezialtechnik möb. Verwundbar. Schaden 150%. Blocken geht nicht mehr. Stabilität ist niedrig. Spezialtechnik geht auch nicht mehr. Also, wenn wir keine Ausdauer mehr haben, haben wir keine Sicherheit. Wir können nicht mehr blocken. Wir nehmen 150% Schaden. Das heißt, wir nehmen nochmal 50% mehr. Stärker verwundbar ist damit gesagt. Also, und wir haben wahrscheinlich Gefahr umzukippen. Und hier Unverwundbarkeit, genau, achte auf die Staubwolke. Das ist der Moment, wo wir unverwundbar sind. Und Stabilität, ja, also ihr seht schon, das ist nicht unbedingt ein einfaches Konzept. Also du kannst immer angreifen, auch ohne Ausdauer. Das Problem ist nur bei Ausdauer, wenn wir eben keine mehr haben, sind wir eben sehr verwundbar. Hier haben wir Schwert, Schlüssel, Stock, Früchte. Schild, Chili, Efeu, Bildnis, Köder, Bombe, 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 Goldmünze, Zaubertrank. Guck mal, die drei Teile machen hier unseren Zaubertrank. Er wird am Kontrollpunkt wieder aufgefüllt, denke ich. Magische Gegenstände benötigen Magiepunkte anscheinend. Heiliges Kreuz, da unten sehen wir es. Hier auf Seite 20 werden wir wohl noch ein paar Sachen erfahren. Das heißt, wenn du genug Bomben wirfst, bekommst du einen Preis. Also scheu dich nicht, sie zu benutzen. Ah, okay. Was sind das hier für Zahlen daneben? Guck mal. 8, 16, 32, 64. Irgendwie in so einer Folge. Seht mir, also auch die Anleitung ist voller Geheimnisse. Schaut mal daneben, neben den Bomben. Da sind so komische Zeichnungen, Abbildungen. Auch keine Ahnung, sind es vielleicht Punkte auf der Map? Kann man das irgendwie ausmachen? Wo man diese Bomben werfen soll? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall super spannend. Okay, ich kann gegen diese Stimmgabel hier schlagen. Aber es passiert nichts. Oh, nee, der ist gefährlich. Oh, auf den habe ich gar keinen Bock. Da sind wir ganz schnell weg, weil ich habe keine Heilung mehr. Meine Ausdauer ist jetzt ziemlich im Ass. Das ist das. Also jetzt dann einfach zu rollen, ist halt super gefährlich. Da ist die Windmühle. Ich würde sagen, wir füllen erstmal unsere Flasks auf. Okay, die Map ist doch schon ordentlich miteinander verzweigt. Gehen wir doch erstmal hier rein. Okay. Ciao dann. Oh, für 300 Ocken kann ich mir ein neues Healing Flask kaufen. Kann ich mir das jetzt auch noch kaufen? Drei Stück für 100? Danke. Ciao dann. Mega creepy. Schön, dass sowas einfach in der Windmühle drin ist. Okay, wir haben 7 neue Granaten bekommen. Wir haben jetzt tatsächlich ein drittes Healing Flask. Cool. Oh, da hinten ist noch ein Stück unserer Anleitung. Da ist noch eine Truhe. Aber das hier sieht nicht ganz so einfach aus, da hinzukommen. Wir brauchen wieder einen Schlüssel, um weiterzukommen. Da weiß ich gerade nicht, wo wir ihn finden.
hinten geht's auch noch weiter. Lass uns erstmal am Anfang nochmal so ein bisschen gucken. Ich meine, wir sind ja jetzt hier rüber dann doch durchgekommen. Lass mal gucken. Guck mal, hier ist ja auch noch irgendwas. Ja, so eine Stimmgabel, die nichts bringt. Ich kann mich zwar hier hinrollen, aber hier ist nichts. Ich kann mich hier auch nicht abseilen oder runterspringen. Was anvisieren, aber... Guck mal, hier ist dieses Tor. Kann ich... Aber ich kann doch hier hinten runter. Kann ich dann vielleicht irgendwo... Da wieder hoch... Floß habe ich nicht, eine Leiter auch nicht. Klassisches Zelda-Items. Komme ich irgendwie da unten an den Strand? Das wäre jetzt sowas. Ist irgendwo ein Busch, der mir den Weg versperrt, den ich jetzt wegschnetzeln kann. Sodass ich hier runterkomme. Sieht fast nicht danach aus. Was hier noch? Ah, schau mal. Da sind wir vorher nicht durchgekommen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall mal hier hoch. Ah, das ist hier an dieser Schatztruhe. Ah, das ist hier. Da waren wir vorhin auch schon. Ah, aber jetzt kommen wir hier runter. Schau mal. Da haben wir eine weitere Truhe. Mit einem Haufen Ocken. Der Totenschädel liegt da sehr verdächtig. Ist hier irgendwas drin? Ach, guck mal, ein Weg. Ich will hier was reinwerfen. Nee? Kann ich hier, wenn ich hier so ein Bildnis kaputt mache? Oh, okay. Ich hab verkackt. Keine Ahnung, was hier ist. Ich habe auf jeden Fall so eine Bombe verschmissen. Könnte irgendwas wie so eine Fairy sein. Okay. Das war jetzt Zufall, dass ich den Weg hier gefunden habe. Was ist hier? Nochmal so ein Teich? Okay. Das hier sieht schon deutlich ramponierter aus. Die Musik klingt gerade sehr Silent Hill-mäßig. Wo zur Hölle bin ich hier? Schwimmen kann ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das noch lernen kann. Was ist das hier? Ist das mal so eine Statue gewesen, die jetzt hier kaputt ist? Guck mal, der Fuchs, der sieht so aus wie ich und der ist total traurig. Alter Begräbnisplatz, das ist ein Friedhof. Oh, jetzt klingt das sehr traurig. Am Anfang sehr creepy, jetzt sehr traurig. Dieser Weg, der da führt. Das Gebiet kenne ich tatsächlich gar nicht. Oh weh. Tot. Was? Oh, creepy. Das war so ein kleiner Gänsehautmoment.
wow, die halten ziemlich viel aus. Fuck. Wow! Das war mal so ein kleiner Moment der Anspannung. Mich da hin. Das ist eine Knolle. Eine schöne Knolle ist das. Okay, da kamen einfach mal so zwei Laser-Ganzlinger. Ich trinke noch mal. Und ich kann an dem Schrein aber nichts machen. Der Schrein ist nämlich tot. Weil hier diese Lichtverbindung fehlt. Wir haben diese Lichtverbindung vorhin schon beim... blöde Frage. Okay. Wir haben die... Oder könnte es sein, dass vielleicht eine andere Bombe tatsächlich hilft. Wir probieren jetzt einfach mal. Wir müssen ja hier viel probieren. Oh, nee. Es ist auf jeden Fall eine Feuerbombe. Also wir müssen hier wieder so eine Lichtverbindung herstellen, damit... Ach du Scheiße. Damit der Schrein, damit wir da wieder ordentlich beten können, damit wir da wiedergeboren werden. Falls wir sterben. Das heißt, eventuell sollten wir hier gerade gar nicht sein. Was ist das? Das ist so ein Amulett. Das ist so eine Karte, wie wir sie... Warte mal. Warte mal. Da. Da unten. Da sind zwei dieser Karten gewesen. Da. Auf Seite 20 erfahren wir mehr. Wir haben Seite 20 aber nicht. Das ist so spannend gerade. Ich bin gerade mega intrigued, dieses Buch zu vervollständigen, dieses Manual zu vervollständigen und die Rätsel dadurch zu lösen. Ich habe da so eine Karte. Rasenmäher, Errungenschaft freigeschaltet. Geil. Nenn mich Link. Warte mal, aber warte mal. Karten, die ich ausrüsten kann, aber was bringen die? Mache ich jetzt mehr Schaden? Weil da so ein Schwert drauf ist? Oder was ist es? Komme ich hier irgendwie an die... Hier hoch? Hier vielleicht? Okay, sehr verschwommen. Aber kann ich da rein? Da rein kann ich nicht. Ich gehe davon aus, dass wir hier jetzt einfach mal nicht sein sollten. Aber ihr seht die Welt ziemlich offen. So wie wir einen Weg dafür haben, können wir dahin. Ist ja auch schon ziemlich ramponiert. Also... Ich muss hier auf jeden Fall etwas machen. Ich muss hier diese Verbindung wiederherstellen, dass das mit der Statue funktioniert. Und dann können wir vielleicht hier einiges mehr machen. Die Frage ist, wie kann ich das machen? Weil ich kann hier gerade nicht interagieren. Vielleicht bekomme ich da später noch ein Item zu. Ich weiß nicht, inwiefern Key-Items hier existieren. Aber wir können auch nochmal da oben drauf anscheinend. Auch sehr spannend. Okay, das war mal ein kleiner Abstecher Richtung Friedhof auf jeden Fall. Hier müsste das Licht wieder angehen. Indem wir da oben irgendwas machen. Okay, sehr interessant. Das war mal so ein kleiner Strandabstecher. Jetzt müssen wir erstmal wieder... Okay, wir müssen dann also doch Richtung Windmühle. Jetzt würde ich aber halt erstmal saven. Warte mal, war hier was? Wo wir vorher nicht lang konnten, wo wir jetzt lang können. Wegen unserem Schlitzi. Hier war der Weg... War hier nicht der Shortcut zum Speicherpunkt? Ich glaube ja.
Wie komme ich da hin? Soll irgendein Eingang von der Höhle oder so sein? Ist sie vielleicht hier? Nee. Ist auf jeden Fall tatsächlich der Shortcut zurück zum... Save Point. Okay, dann müssen wir mal gucken. Wir gehen mal hier ein bisschen weiter gucken, schauen mal, was uns hier erwartet. Ja, lass mal runtergehen. Wir haben da ja noch nicht komplett erkundet. Einen Schlüssel haben wir, glaube ich, nicht. Nö. Absolut. Gar nicht. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Aber daneben ist eine Truhe, habe ich das gerade gesehen. Zwei Bomben wieder drin. Sehr schön. Aber von der Seite nicht zu öffnen. Okay, ich will wissen, was da drin ist. Ich will den Schlüssel haben, aber den haben wir jetzt erstmal nicht. Hier sind wir ja nicht weitergegangen, weil der Typ hier so bösartig drauf war. Der blaue Kristallwerfer da. Ja, genau der. Das ist eine Höhle. Lass doch mal als erstes in die reingehen. Scheint definitiv kein Fehler zu sein. Da kommt das Glühen der Hölle her. Blumen. Ein Schatzraum. Geld. Und Bomben. Irgendwas versteckt hier? Anscheinend nicht. Okay. Boom, Bitch. Hatte ich gelegt. Ich sollte mit den Bomben vielleicht nicht allzu leichtfertig umgehen. Ja, da unten ist wieder so ein Dicker. Da können wir die eher gebrauchen. Oder hier bei den Kollegen. Deine Tasche fühlt sich schwerer an. Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Vielleicht, weil ich ein bisschen Kohlen gesammelt habe. Bei dem ist auf jeden Fall mal der Schlüssel. Bei dem Kollege. Klar will ich den Schlüssel haben. Damit kommen wir nämlich in das alte Haus rein. Hat mir ja auch der Schlüssel gerade gesagt. Hier ist dieser Weg erleuchtet. Hier passiert aber auch nichts, wenn ich an die Stimmgabel hämmer. Das soll ich ja mit dem Schild blocken. Okay, vielleicht hätte ich hier wirklich... Ich sollte die... Was ist das? Noch so eine Karte. Habe ich jetzt mehr Leben? Weiß nicht. Das ist ein Herz. Könnte mehr Leben sein. Ich könnte mich mehr heilen. Ich habe auf jeden Fall keinen Heilungsflask mehr. Da haben wir wieder so ein Bildnis. Hier geht's nicht weiter. Da ist irgendwo so ein Haken daneben. Könnten wir den Enter-Haken oder irgendwas benutzen, wenn es so etwas gibt? Wovon ich jetzt einfach mal fest ausgehe.